Ich bin Hannes Knapp, 1950 auf Rügen in Putbus geboren, auf der Insel aufgewachsen, bin seit 25 Jahren hier auf der kleinen Nachbarinsel filmtätig gewesen. Also sowas erlebt man wahrscheinlich nur einmal in einem Menschenleben, diesen Zusammenbruch eines Systems, das für die Ewigkeit proklamiert war, was uns ja täglich vor Augen gehalten wurde und das dann innerhalb weniger Wochen, muss man ja sagen, kollabierte und dabei eine Aufbruchstimmung entstand im Herbst 1989. Das war einfach grandios. Und in der Situation erkannten wir, dass es jetzt darauf ankommt und jetzt die Möglichkeit ist, etwas voranzubringen, was über viele Jahre eben nicht gelungen war. Die Einrichtung großer Schutzgebiete im Osten Deutschlands. Wir waren davon ausgegangen, etwa 2 Jahre Zeit zu haben, das alles bis ins Detail vorzubereiten und auszuarbeiten, bis dann im August der Termin des Beitritts bekannt wurde und wir dann die Verordnungsentwürfe fertiggestellt hatten und es auf die Tagesordnung der letzten Ministerratssitzung am 12. September 1990 bringen konnten. Es war der letzte Beschluss der letzten DDR-Regierung. Dieser Beschluss ist mit in den Einigungsvertrag gekommen, auch in letzter Minute. Und damit sind die Verordnungen ab 1. Oktober 1990 gültig geworden und durch den Einigungsvertrag in Bundesrecht überführt worden.